Die BVB verantwortet hier in der trinationalen Region den ganzen öffentlichen Verkehr. Wir sind die erste große Schweizer Stadt, die den gesamten Verkehr, den gesamten Busverkehr auf batterieelektrische Busse umstellt und damit auch eigentlich ein Leuchtturmprojekt in der Schweiz, was die Elektrifizierung anbelangt. Wir arbeiten seit 2020 sehr erfolgreich mit IVU zusammen, die uns hilft, eben wirklich eigentlich durchgängig von der Planung dann bis zur Produktion das Management und das Handling dieser Flotte im Griff zu haben. Das Kernziel des Projektes ist es, die BVB im Busverkehr CO2-neutral zu gestalten ab 2027. Das ist der Kernauftrag. Wir mit unseren Elektrobussen werden in den 14 Jahren, wo wir sie betreiben, im Durchschnitt jedes Jahr 10.000 Tonnen CO2 einsparen. Für uns war es wichtig, dass wir ein System einführen, das unsere Fahrzeuge planen hilft, aber auch die Prozesse optimieren hilft. Es ist so, dass die Reichweite nun bereits in der Planung berücksichtigt werden muss und die Busse nicht einfach morgens ausfahren können und dann den ganzen Tag überfahren, bis sie dann abends wieder reinkommen, sondern zwischendurch einfach laden müssen und es muss schon berücksichtigt werden. Ein Vorteil des integrierten Systems ist der durchgängige Datenfluss von der Planung bis zur Disposition. Nebst beispielsweise der Dienstplanoptimierung und der automatischen Personaldisposition unterstützen unsere Systeme in der Fahrzeugdisposition mit dem Depotoptimierer. Zusätzlich wird mit dem IFU-Pad auch die mobile Mitarbeiterkommunikation abgedeckt. Jetzt haben wir ein System, das die Parameter, die eben relevant sind bei den Elektrobussen, eben zum Beispiel Ladekapazitäten, zum Beispiel Ladezeiten, zum Beispiel das Vorkonditionieren. Diese relevanten Faktoren, die sind eben im System entsprechend aufgenommen und laufen eigentlich automatisch. Der größte Vorteil für uns in der Fahrzeugdisposition ist, dass die Busse automatisiert erkannt werden oder die Einfahrt der Busse automatisiert erkannt werden und wir im besten Fall nicht mehr eingreifen müssen und das System uns im Störungsfall unterstützt. Die Wartungsleistungen der Busse werden angelegt und wenn das Fahrzeug einfährt, werden sie erkannt und der Bus dementsprechend disponiert. Falls keine Wartungsleistung vorhanden ist, wird der Bus auf einen nächsten Folgeumlauf zugeteilt. Erst mit dem Betriebshofmanagement sind wir in der Lage, eine komplexe Elektrobusflotte so zu steuern und zu laden, dass wir jeden Tag fehlerfrei ausfahren können. So ein Projekt kann nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn es in einer Partnerschaft stattfindet und nicht nur in einem Kundenlieferantenverhältnis. Wir haben gemeinsam immer konstruktive und gute Lösungen gefunden, so dass wir bereits heute eigentlich in der Mitte des Projektes sagen können, es ist ein voller Erfolg. Herzlichen Dank, IVU.